Das ist heute ein Spiel, das es in sich hat. Wir freuen uns auf das Duell zweier Mannschaften, die sich viel vorgenommen haben. Gleich geht's los. Das Spiel der Spiele. Jetzt kann's gleich losgehen. Dranbleiben. Hallo und willkommen zu diesem Spiel, liebe Fußballfans. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bin Wolf Fuß und ich darf Sie gemeinsam mit dem geschätzten Kollegen Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Alle freuen sich auf diese Partie. Die Atmosphäre hier ist jetzt schon sensationell. Auf dem Papier ist das hier eine tolle Partie. Beide wollen zeigen, was sie drauf haben. Ich freue mich auf dieses Spiel. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Das ist die heutige Aufstellung, der Gastgeber in diesem Spiel. Sieht vielversprechend aus. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Jetzt der Vorstoß. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Ja, der Ball ist drin, aber zählen kann der Treffer natürlich nicht. Ja, die Fahne ging da hoch und ich denke, ja, die Entscheidung ist richtig. Abseits, boah, das war eng, das war richtig eng. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Ganz enge Geschichte an der Tabellenspitze. Ja, aber das ist doch schön. Richtig schön. Wenn es im Titel... Ah, Moment, jetzt knallt es gleich. Ah, das war nicht einfach. Gute Parade. Macht sich lang. Da gehen sie dazwischen. Wichtig. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Das ist die Chance. Ganz sicher, überhaupt keine Gefahr. Ballbesitz erstmal abgegeben. Vielleicht die Führung jetzt. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Schauen auf die Wiederholung, lässt sich dann nicht beirren, bleibt am Ball und dann ist es auch ein starker Abschluss. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Da fangen Sie den Pass ab. Das wird nichts mehr, es wird Abschluss geben. Kollegen bieten sich an. Klasse Chance jetzt. Sie können klären. Patrick Göbel. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Ne, jetzt ist der Ball doch weg. Ganz alleine die Chance. Wenn der reingeht, ist die Führung schon komfortabler, aber sie machen nichts draus. Und das wird sie ärgern. Jetzt müssen sie weiter aufpassen, denn es ist eine knappe Führung.
Rico Preisinger. Da ist die Flanke. Sie klären. Ball ist weg. So, was machen Sie draus? Oh, da wären Sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Da wäre Platz für einen Konter. Ja, aus so einer Konterchance müssen Sie einfach mehr machen. Da verlieren Sie den Ballbesitz. Er zieht ab. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Und damit war es das erstmal da hinten. Also, da dürfen Sie sich wirklich beim Keeper bedanken, dass die Führung weiterhält. Die knappe Führung. Aber wenn das so weitergeht, dauert es nicht mehr lange, dann fällt das Tor. Und wieder sind Sie hinten drin. Angriff läuft. Vielleicht gleich die nächste Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Zug zum Tor jetzt. Er schießt. Kein Tor. Guter Vorstoß, kann was werden. Jetzt kann er es machen, ganz sicher. Jetzt können Sie den Konter ansetzen. Sie kommen jetzt über außen. Entschlossen geklärt. Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. Das könnte vielleicht was werden. Einfacher Ball hier für den Torwart. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Er holt sich vorne den Ball. Der Pfiff des Unparteiischen. Pause. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Fairer Einsatz hier. Angriff läuft, machen Sie erstmal richtig gut. Da ist jetzt viel Zug zum Tor. Abwehr muss aufpassen. Aus dem Schuss wird keine richtige Chance. Dafür ist er einfach zu hoch. Sebastian Rotza. Das sieht vielversprechend aus. Aber dann verlieren Sie den Ball. Damit ist die Gefahr erstmal bereinigt.
Patrick Göbel. Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. War eine Riesenchance. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Gut verteidigt. Jetzt haben sie durchaus Platz für den Konter. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Ah, das ist fast schon eine mühelose Parade. Er ist weiter am Ball, Abwehr tut sich schwer. Den Schuss musste der Torhüter halten, so unplatziert wie der war. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Energischer Angriff jetzt, sie suchen die entscheidende Lücke. Wird das jetzt gefährlich? Zieht ab, super gehalten. Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Sie wechseln. Ecke kommt rein. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Da muss er aufpassen. Jetzt können sie kontern. Jetzt die Flanke. Gehalten war aber auch kein Kopfball, der hier für echte Gefahr hätte sorgen können. Ja, das war alles in allem eher schwach. In den letzten Minuten sind die Gäste hier natürlich eindeutig tonangebend, wenn es um den Ballbesitz geht. Und auch Chancen holen sie immer wieder raus. Also ich muss sagen, der Ausgleich liegt in der Luft. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Der Ball fliegt über das Tor. Dabei sah der Schuss zunächst ganz ordentlich aus. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Da ist der Ball weg. Da bekommt er Unterstützung. Viel Einsatz, Szene geht weiter. Muss Einwurf geben. Ballverlust jetzt erstmal. Alleine durch. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Boah, da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll. Ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Jetzt der Vorstoß. Strafwürdige Aktion, wie ich finde, war ein gefährlicher Angriff. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. So, sie werden nun also wechseln.
ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Patrick Göbel kann jetzt über den Flügel kommen. Jetzt der Schuss. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Die Ecke kommt. Ja, ganz sicher. Den Ball hat der Keeper. Ja, wird hier gut unterstützt. Jetzt kommt die Flanke. Aber sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. Rico Preisinger. Die Chance auf den Konter. Da kommt der Konter. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Könnte eine Chance sein zur Befreiung. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieg geht heute also an die Gastgeber. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist. My other half. I promise to say I love you more and to only make wild and precious memories with you. I'll be here with you until the end. I'll never forget how close I came. Losing my tummy. This one's for you. Endlich kann es losgehen, nur noch wenige Minuten, dann beginnt dieses mit Spannung erwartete Spiel. Bleiben Sie dran. Der Fußball-Leckerbissen, jetzt geht er endlich los, bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Ich bin Wolf Fuß, gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Unwiderstehliches Dribbling. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an.
So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Bonet, Uaferro. Jetzt die Chance. Tor, da ist es. Das ist die frühe Führung in dieser Partie. Herrlich, wie er den trifft. Nahezu perfekt. Da gibt es kaum was auszusetzen. Ach, da gibt es nichts auszusetzen. Das war ein Kracher. Unhaltbar. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Böder. Könnte jetzt was werden. Die Chance jetzt. Erstmal geblockt. Na, die erste Ecke ist es für den Außenseiter. Viele werden sie wahrscheinlich heute nicht bekommen. So, Ecke kommt. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Könnte der Ausgleich werden. Der Kopfball kommt nicht gut und der Ball geht weit am Tor vorbei. War vor allem technisch eher schwach. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Schöne Flanke auf den langen Pfosten. Da passt er auf, Ball geklärt. Schönes Pressing jetzt. Schmidt. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Ballverlust. Abwehr muss aufpassen. Ist es das jetzt? Und da fällt der Ausgleich. Was für ein Pfund, da ist der Treffer nochmal, hält einfach direkt drauf. Also ein harter Ball ist nicht zu halten. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1:1. So, sie kommen, sie greifen an und jetzt schauen Sie, wo sind die Anspielstationen? Wo ist die Lücke? Da ist der Ball hier erstmal weg. Jetzt könnte der Pass kommen. Zieht einfach mal ab. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Guter Vorstoß da jetzt. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Neudecker. Der Angriff, der Ball läuft gut. Durchaus eine Szene, die für Gefahr sorgen könnte. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball.
Schöner Pass, jetzt vielleicht. Könnte die Führung werden. Er macht das Tor und damit hat er heute einen Doppelpack. Da war der Druck am Ende einfach zu groß. Sie haben permanent gedrängt und am Ende clever zugeschlagen. Da sehen wir es nochmal. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Oh, die Riesenchance. Sieht ab. Das war schon Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe mehr. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Jetzt der Vorstoß. Da können sie kontern. So eine Konterchance musst du konzentrierter angehen. Weg ist der Ball. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Machen Sie das Tor. Gehalten. Aber Fahne ist oben. Abseits. Jetzt erstmal Pause. Die erste Hälfte ist vorbei. Und jetzt geht es hier weiter mit der zweiten Spielhälfte. Neudecker. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Den Ball holt er. Könnte gefährlich werden. Neudecker. Jacob. Den hat er förmlich geahnt. Klasse ausgetrickst. Jetzt hat er den Ball. Muss es fast sein. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Erst diese herrliche Parade, jetzt noch diese sichere Aktion hinterher. Gute Szene. Da wissen Sie natürlich, bei wem Sie sich bedanken müssen. Sonderlob hier für den Keeper. Gut dazwischen gegangen. Sie machen da schön Druck. Vorne der Ballgewinn. Die Riesenchance.
Wieder machen sie das Tor, wieder setzen sie sich entscheidend durch. Führung nun also 3 Tore. Super Aktion, da lässt er ihn einfach stehen, setzt sich mühelos durch. Tolle Ballbeherrschung und ein sensationeller Antritt. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Ja, unwiderstehlich. Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Sie bekommen die zweite Chance und sie nutzen sie dann auch. Da gibt es dann auch nichts mehr zu halten, weil die erste Parade, sind wir ehrlich, zu schwach war. So, wir sehen da nochmal die misslungene Parade. Ja, die ist Ausgangspunkt für diesen Treffer. Und da sind sie dann einfach schneller, dann ist die Chance da, da ist die Lücke und dann fällt das Tor. Schön viele Tore heute. 5:1 jetzt und wer weiß, ob das schon alles war. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Klasse Chance jetzt. Tja, das war keine gute Flanke. Ball ist weg. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ball ist oben, abseits. Jetzt kommt der Wechsel. So, wieder ein Tor. Langsam wird voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Der geht in die kurze Ecke. Da ist die Wiederholung des Tors. Und ich denke, den kannst du fast nicht halten, obwohl es die Torwart-Ecke ist. Torreich und einseitig. So kann man das Spiel bisher zusammenfassen. 6:1 jetzt. Jacob. Böder. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Böder. Ja, Ball wird hier gut in den Rückraum gespielt. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Vorteil wird nun doch abgepfiffen. Schiedsrichterin gibt diesen Freistoß. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Über die Torauslinie, Ecke. Jetzt wird gewechselt. Ecke kommt in die Mitte. Da könnte was entstehen. Sie lassen nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand.
Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Erst können sie sich noch befreien, wir sehen es hier in der Wiederholung, aber eben nicht energisch genug. Und dann gibt es die nächste Chance und dann macht er das Tor. Strafe für den schwachen Befreiungsschlag. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Neudecker. Gut durchgesetzt. Angriff aufgehalten, ja, ja. Aber Gelb bekommt er dafür wohl. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Da wollten sie viel, aber rausgekommen ist sehr, sehr wenig. Nee, nicht wenig, Wolf. Nix, gar nix. Und das war auch nix. Den Ball haben sie. Neudecker. Ball wird geblockt. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Ja, weg ist der Ball. Drei Minuten Nachspielzeit hier. Unaufhaltsam. Jetzt der Schuss. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Harter Schuss, aber vielleicht hat er doch ein wenig die Präzision gefehlt. Bin ich bei dir? Vielleicht wäre es der Schlenzer gewesen. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste haben heute also gewonnen. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden.
Heute freuen wir uns auf ein besonderes Spiel. Es hat jede Menge Schlagzeilen gegeben, aber gleich kann es endlich losgehen. Wer wird sich durchsetzen? Jetzt finden wir es heraus. Bleiben Sie dran. Liebe Fußballfreunde, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Spiel. Es ist leider ein ziemlich verregnetes Spiel. Es ist ein nasser Tag. An den Mikrofonen für Sie auch heute wieder Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Könnte spannend werden, Buschi. Ich glaube, das wird ein sehr interessantes Spiel heute. Ein tolles Duell. Ich bin gespannt, ob beide alles abrufen können. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Da zieht er ab. Früh bringt er sie hier in Führung. Da ist das Tor. Ja, wir sehen es in der Wiederholung. Da ist ein teurer Ballverlust. So kommt die Chance überhaupt erst zustande und so fällt dann auch das Tor. Der Trainer wird sauer sein. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Was macht er draus? Fast das Kopfballtor, aber nicht drin. Ah, das ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Schauen wir ihm ins Gesicht. Ja, ja, der kann es nicht glauben. Kein Tor in dieser Szene und weiter nur eine knappe Führung. Die Mitspieler bieten sich an. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Das war nix. Nee, Wolf, da müssen Sie sich was Besseres einfallen lassen. Und er gewinnt den Zweikampf. Er zieht vorbei. Den Zweikampf führt er sehr gut. So, sie kommen, sie greifen an und jetzt schauen Sie, wo sind die Anspielstationen? Wo ist die Lücke? Ja, gute Hereingabe, was machen Sie draus? Und so wird das nichts, den hält der Torwart natürlich. Die Ecke kommt. Befreiungsschlag. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Ah, wichtiger Block. Sie können sich absolut auf ihn verlassen. Also das war jetzt eher harmlos, aber die Szene vorher, die war enorm gefährlich. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Guter Vorstoß, kann was werden. Chance zum Tor. Das wäre die Chance gewesen, hier weiter davon zu ziehen. Aber wir haben es ja gesehen, das war zu nachlässig. Ja, und so haben wir hier weiter diese Spannung. Das sind so Szenen, die sich in einer Partie noch rächen können. Unglaubliches Staunen auch am Spielfeldrand. Klar, das war eine Riesenchance, aber nix ist es, kein Tor. Und er kann sich noch nicht entspannen. Er holt den Ball hier, ganz stark. Jetzt der Vorstoß.